So Freunde, mal wieder ein hektischer Start hier zu einem Vlog. Ich will nach Kyoto fahren, eine der bekannteren Orte hier in Japan. Ja, und wie ihr mich kennt, habe ich mich natürlich nicht um den Transport gekümmert. Der Bus soll in 30 Minuten fahren, habe kein Ticket. Online funktioniert im Moment nicht. Gut, ich muss jetzt hoffen, dass es am Bahnhof funktioniert. Oh, scheiße. Und zwar nehme ich keine normalen Züge, sondern das erste Mal in meinem Leben einen Bullet Train. Das heißt, diese richtig schnellen japanischen Züge. Bin ich hyped drauf, nehme ich es mit. Oh mein Gott. Die Frau ist der größte Carry. Die hat uns alle noch ein Ticket besorgt. Weil die ganze Ticket-Office war voll. Wir kommen mit da. Oh, jalla. Ich habe kein Bargeld dabei. Oh. Oh, das war eine knappe Angelegenheit. Ich bin jetzt in Mishima. Hier catch ich jetzt den Shinkansen. Der fährt jetzt in einer Stunde direkt nach Kyoto dann. Der Zug braucht 1 Stunde 50. In 1 Stunde 50 von hier bis nach Kyoto. Und mit dem Auto wären es 4,5 Stunden. Das ist so krass. Ah, der Boss hatte mal wieder das falsche Ticket hier gekauft für 6.600. Deswegen muss ich jetzt nochmal 4.500 drauf bezahlen. Jetzt ist aber richtiges Ticket. So viel Beinfreiheit, geil. Also er schneidet hier gerade das Video. Boah, das ist so krass, wie schnell dieser Zug ist, ne? Dauerhaft 300 km/h. So ICE hast du manchmal 300 km/h, aber er fährt dauerhaft 300. Digga, man kann ja fast liegen hier. Wie geil ist das denn? Einzige Nachteil, man hat keine Steckdosen, das ist kacke. Also jetzt kann ich nicht mehr weiterschneiden, weil mein Laptop leer ist. Es sind sogar diese typischen japanischen Toiletten hier. Hier, das ist so krank, ich liebe das einfach. Also das ist schon ein kranker Luxus, dieser Zug, ne? Guckt allein hier mal, wie groß das hier ist. Einfach nur in diesem Gang hier. Das ist riesig, das ist so geil. Und so sieht dann ein Abteil aus, das ist auch riesig und auch übel luxuriös und vor allem sauber. Ja, das Wetter ist phänomenal. Da vorne seht ihr schon den Kyoto Tower. Morgen soll übel gutes Wetter werden, also 23 Grad und Sonne. Deswegen mache ich heute gar nichts mehr. Hostel einchecken und dann chillen bis morgen. Weil heute Sachen zu erleben wird schwierig bei dem Wetter. Ich habe es doch gesagt, ne? Einen Tag warten, dann hat man blauen Himmel und es sind wirklich 20 Grad. Schaut euch an. Perfekt. So, vor mir befindet sich jetzt das Nijo Castle. Und da gehen wir jetzt rein. Ich hoffe, es ist nicht zu überlaufen mit Tourismus. Ne? Weil ich sehe schon, da sind schon tausende Gruppen, Schulen und so. Minus. Eintritt 1300 Yen. Boah, ist ein bisschen teuer, aber irgendwie muss das Gold ja bezahlt werden da, ne? Bekanntlicherweise sage ich ja immer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich bin mal wieder nicht zuerst da gewesen. Recommended route takes about 2 hours. Ja, als ob 2 Stunden, als ob das so groß hier ist. Es gibt natürlich wieder einige Paläste, so wie dieser hier, wo man nicht drin filmen darf. Deswegen filme ich auch nicht drin. Logisch. Jetzt gibt es hier einen Garten oder so. Verstehe ich das richtig? Das Ganze da wird im Moment halt erneuert, also renoviert. Deswegen ist das ein bisschen wack. Aber das ist schon ein großes Grundstück hier. Auch da wieder ein Fluss, der ganz rumgeht, ist halt ein Castle, ne? Boah, das ist so heiß heute. Krank. Also als Gegner wäre ich da eher nicht so gern reingefallen. Das ist halt irgendwie grün, das sieht nicht sehr appetitlich aus. Also in Japan gibt es ja überall diese kleinen Straßen hier, ne? Aber Kyoto übertreibt es einfach mal komplett. In Tokio hattest du das in den Nebenstraßen, dann hattest du immer diese großen Squares. Und hier hast du eigentlich fast nur diese Straßen. Und dann manchmal so eine Hauptstraße, so eine große Straße. Ich bin jetzt hier im Nationalgarten mäßig von Kyoto. Hier soll der Imperial Palace sein. Also nochmal ein Palast und der Eintritt dazu soll sogar gratis sein. Also ein Typ in Tokio hatte mir schon gesagt, wenn du einen Palast gesehen hast oder zwei Paläste gesehen hast und zwei Schreine gesehen hast, dann hast du eigentlich fast alle gesehen. Und das ist halt auch richtig so, weil die sehen halt schlussendlich alle gleich aus, so gefühlt. Ich gehe jetzt seit 20 Minuten in diesem Garten rum, ne? Und der Eingang ist erst ganz da hinten. Und es ist so heiß, wirklich. Heute 25 Grad, legit. Ich finde das krass, wie sauber dieser Innenhof gehalten wird. Vor allem sind das diese Steine hier. Da darf ja niemand rauf. So, das wird halt einfach nur, damit es schön aussieht, so gehalten. Ganz da hinten ist der Palast. Also ich habe nicht gelogen. Das ist unfassbar groß hier. Heute habe ich nur zentral Kyoto gemacht. Morgen und übermorgen, zeige ich euch in einem anderen Video aber,
mache ich noch den goldenen Palast, diese orangenen Schreine, die man überall von Instagram kennt, und den Bamboo Forest, also mit Bambus-Dings. Das steht alles morgen auf dem Plan, wird aber ein separates Video über Kyoto sein. Wieder mal eine chillige Brücke. Oh, das hier sieht cool aus sogar. Hier kann man gut rumspazieren und so, das macht schon gut Spaß. Ich kann ja nicht jeden Tag auf Vollspannung sein, sage ich jetzt mal. Das heißt, manchmal muss man auch einfach chillen. Was bin ich? 2,5 Monate, fast 3 Monate unterwegs. Du kannst nicht jeden Tag die geilste Tour machen oder das geilste Event mitmachen. Einen Tag richtig was erleben und den anderen Tag ein bisschen chillen. Bitte versprecht mir, dass wenn ihr nach Japan kommt, gönnt euch so einen Pork Bun. Die Dinger sind die besten Dinger auf der Welt. Und holt sie bei 7-Eleven. Weil bei den anderen, bei Lawson oder Ministop, da sind die nicht so gut. Die sind bei 7-Eleven gut. Das sind die Dinger hier, habe ich euch auch schon im anderen Video gezeigt. Und vor allem, Japan ist das Land mit den meisten 7-Elevens auf der Welt. Das heißt, ihr findet einen 7-Eleven in Kyoto, in Tokio, in Osaka, an jeder Ecke. Das ist eine eher untypische Brauerei. Im japanischen Stil habe ich das noch nie gesehen. 790 für 360 Milliliter. Das geht fit, oder? 5 Euro? Oh, das ist teuer, oder? Ich habe keine Ahnung von Bierpreisen. Weil wir wissen, ich bin ein sehr nüchterner Typ. Sieht man an meiner Redensart. Und hier ist jetzt dieser Nishiki-Markt. Das ist so eine Marktstraße. Mal schauen, was es da so zu essen gibt. Oh, es ist wirklich Streetfood-mäßig. Oh, sick. Hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich Streetfood-mäßig ist. Ich hätte eher gedacht, es ist so mit Souvenirläden und so. Aber es ist wirklich mit Streetfood und so. Geil. Hier eine coole Decke auch. Hier Obst, Gemüse. Das ist cool, wirklich. Spieß mit Shrimp, also das ist for real gut. Oha. Für 500 Yen, stabil. Das kriegt eine 10 aus 10, 100%. Boah. So, noch einer, diesmal für 700. Und nicht frittiert, sondern einfach nur angebraten. Ist ein bisschen teurer tatsächlich, ne? Also für die beiden Shrimp-Sticks etwa 8 Euro, das ist okay für Shrimp. Ist aber geil. Und das ist auch viel, ne? Das sind 3 Stück. Wieder eine Crepe. Diesmal mit Tiramisu. Kommt immer gut. Ich habe gerade einfach eine Fanta-Birne gekauft. Das sieht nicht mal wie eine Fanta aus. Okay, das riecht sehr speziell. Das hat sowas von nichts mit einer Fanta zu tun. Es ist irgendwie weird, aber es ist irgendwie auch ein bisschen lecker so. Nice. Yo. Das war mal wieder ein abruptes Ende zu diesem Vlog, aber das war das Ende des Vlogs. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, beim Zuschauen, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen und im nächsten Video zeige ich dann den ganzen Rest von Kyoto, der Kulturhauptstadt von Japan. Deswegen bis zum nächsten Video, haut rein.